Hallo Lokführer, Sie befinden sich im Führerstand eines Syvex Flot 3, der von Mainz Hauptbahnhof nach Bingen Hauptbahnhof fährt und einen zusätzlichen Halt in Ingelheim einlegt. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke endet dieser Zug in Bingen. Bitte lassen Sie hier die Fahrgäste zusteigen, bevor Sie losfahren. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier im Train Simulator. Wir drücken die Meldung weg und sehen, dass wir uns im Flot 3 befinden. Genau, im Flot 3 auf der Strecke Frankfurt-Koblenz. Wir stehen hier gerade in Mainz Hauptbahnhof und müssen noch erstens die PZB anmachen. Das geht mit Steuerung Enter. So, die Ausfahrt haben wir noch nicht gegeben. Okay, jawohl, PZB hat gerade den Prüflauf durchlaufen oder durchläuft ihn gerade. Die Türen gehen auch schon zu. Ne, die Türen sind noch offen. Genau, wir sind hier im Flirt 3 von Chris Trains, der hier mitgeliefert wird mit der Strecke von DTG. Also die Strecke ist von DTG, der Zug ist von Chris Trains, wird aber dann hier praktisch mitgeliefert in der Steam-Variante. Den Geschwindigkeitsregler stellen wir mal runter. Ne? Dann halt mit Taste F auf... So, wir haben allerdings noch aktuell Halt zu erwarten. Können wir ganz kurz in die Passagieransicht springen. Und da sehen wir uns hier im Syvex Flat 3 sitzen. In dem saß ich übrigens schon mal in diesem Zug, im Syvex Flat 3. Super angenehmer Zug. Und vor allen Dingen, der hat hier bei den Vierern, hat er zumindest bei einigen, bei diesen erhöhten Sitzen, sind da sogar Tische dazwischen. Und ich finde das unglaublich cool. Also wirklich komplett durchgehende Tische. Und nicht nur diese kleinen Mini-Tischchen, die im Grunde genommen eigentlich nur die Mülltonne sind. Und das fand ich schon unglaublich cool. Fenster lässt sich, glaube ich, nicht öffnen. So, Türen schließen sich. Wir, na, das wollte ich nicht. Wir gucken einmal ganz kurz, ob die Türen zu sind. Jawohl, die Türen sind zu. Machen wir noch einmal ganz kurz Pause hier, bevor wir uns Verspätung einheimsen. Hier noch ein schickes Foto. Ne, von der Seite finde ich es schon schöner. Okay. Dann sollen wir auch schon abfahren. Dann den Fahrtrichtungswender noch in Vorwärtsstellung. Und los geht's. Wir befreien uns und dürfen mit 80 ausfahren. So, dürfen weiter in 80 fahren und unser nächster Halt ist dann in Ingelheim in 17 Kilometern. Okay, wir dürfen 100 fahren. Scheibenwischer brauchen wir, glaube ich, nicht. Es regnet nicht. Mal schauen, ob das sich nicht während der Fahrt ändert. Ach, schaut an, guck mal, die Scheinwerfer bieten einem ordentlich was. Moin, Kollege. Einmal gegrüßt.
können auch, glaube ich, hier die Instrumenten. Na, Moment, wo ging das denn jetzt? Taste I? Nein, Taste L? Nee. Führerstandsbeleuchtung. Macht irgendwie keinen Unterschied. Doch. Wir dürfen 160 fahren. Das ist auch die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges. So, mal gucken, ob wir hier noch was bedienen können. Das ist die Federspeicherbremse. Das ist nicht bedienbar. Hier ist auch nichts bedienbar. Was ist das? Lichtschalter für Messgeräte. Ja, Moment. So. Weil wir können es eigentlich auslassen. So. Ja, Flirt 3 im TSW wäre schon nicht schlecht, ne? Aber ich werde es nicht nochmal erwähnen. Würde auf jeden Fall sehr, sehr gut auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr zum Beispiel passen. Das ist eine 101. Ne, das waren 152. Ne? Hier vorbei an. Budenheim. Wir haben noch 10 Kilometer. Wir können auch hier die Displays an- und ausschalten, aber sonst sind die nicht weiter bedienbar. Nee. Hier ist auch nichts bedienbar. Ja, wir haben hier einen Fahr- und Brems-Kombi-Hebel. Und solange man bremst mit diesem Hebel, und zwar im Bereich zwischen 0 und 50% der Bremskraft, wird dabei die E-Bremse benutzt. Und wenn man über 50% nutzt, dann wird da die pneumatische Bremse mit dazu genutzt. Und man kommt tatsächlich nicht zum Stehen in diesem Zug, wenn man nicht auch die pneumatische Bremse mit dazu benutzt. Also wenn man in den Bahnhof einfährt und das Ganze, sagen wir mal, nur mit 30% Bremskraft hier vorgewählt, dann wird man da nicht zum Stehen kommen. Und wir haben hier natürlich nochmal ganz unabhängig die Zugbremse, die pneumatische Bremse, die im Grunde genommen die Befehle, die man mit dem Fahr- und Brems-Kombihebel eingibt, überschreibt. Also sprich, wenn ich jetzt hier mit ein bisschen Bremse oder ja, Leistung aufschalte, dann aber die pneumatische Bremse benutze, dann gilt im Grunde genommen das, was ich hier eingestellt habe durch die Zugbremse. So, noch 5 Kilometer. Vorsignal ist grün. Sehr gut. Auch schön, dass hier das Zugziel mit drin ist, ne? Können wir, glaube ich, umstellen mit Steuerung plus.
Nee, doch nicht. Vielleicht war es mit Shift plus? Ist auch egal. So, noch 2 Kilometer. Ups. Okay. Ja, Radschlupf verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe ja auf PZB wachsam gedrückt und dann habe ich eine Notbremse. Notbremscode 7, verstehe ich nicht. Warum ich jetzt eine Not... Nö. Das verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich jetzt hier eine Zwangsbremsung bekommen habe. Okay, das Signal zeigt auch wieder Freifahrt. Wir sind nicht im restriktiven Modus. Okay, na gut. Laut hat, dürfen wir nur 40 fahren. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Denn das Signal hat uns da definitiv was anderes angezeigt. Also glaube ich zumindest. Ist ja egal. Können wir ja ignorieren hier mit diesen Punkten. So, wann sollen wir ankommen? Um 43. Ja, kriegen wir hin. So. Und Türen auf. Können auch hier mal durch den Zug durchwandern. Ja gut, da ist dann natürlich mehr die Innenansicht nicht so schön. Also ne, in den Flirt 3 Süvex Flirt 3 Zügen wäre dann praktisch an dieser Stelle, sind dann hier auch tatsächlich komplett durchgehende Tische. Und hier auch. Und das finde ich schon echt cool. Und die Stühle haben auch tatsächlich hier alle so kleine Tischchen. So. Wo sind wir denn? Wir sind hier in Ingelheim. Ordentlich viel Stadtkulisse, ne? Hier noch ein Busbahnhof.
Ich glaube, dieselben Modelle sind doch im TSW, ne? Mit funktionierender Uhr. Hier noch Haltestellemarker. Genau, und wir fahren dann als nächstes noch nach Bingen. Eigentlich müsste, ja, das Fenster hier einklappen, der Spiegel. Okay, wir dürfen nur 60 fahren. Aber eigentlich, wenn wir hier hinter der Weiche sind, dann wieder 150, würde ich behaupten. Sechzig sogar. So, und bis Bingen sind es 12 Kilometer. Ich hätte gerne eine Perspektive von unten, dann nicht. Hier links ein Parkplatz. Der Bahnhofsparkplatz hier von Gau-Algesheim. Ja, also der Fahrsound von innen hört sich gar nicht mal so falsch an. Hauptsignal ist grün. Und wir haben noch 6 Kilometer. Hier eine schicke Dorfkirche, bisschen Fachwerk. Hier noch ein Trampolin. Und das ist der Bahnhof von Bingen-Gaulsheim.
Fahrsignal ist grün. Da kommt uns ein Kollege im Güterzug vorbei in der 185. Vorsignal ist auch hier grün. Wir nehmen schon mal die Leistung raus und lassen jetzt eigentlich nur noch rollen. Wir sollen ankommen um 53 und wenn es keine weitere Zwangsbremsung gibt, dann ist das tatsächlich machbar. Waren die 100 km/h irgendwo angekündigt? Auch schön, wie sich hier immer wieder die Lage verändert, hier die Wetterlage, ne? So, ab hier gelten die 90 und wir bremsen weiter rein, denn da ist schon der Bahnsteig. So, mit 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang. Dann würde ich sagen, halten wir hier ungefähr. Sehr schön. Und geben die Türen frei. Und dann, schön, dass hier einfach so ein Baum random rumsteht. Hier in Bingen am Rhein. Ich kenne mich leider hier nicht aus in Bingen, aber es sieht hier sehr, sehr schön aus. Ne? Gut, mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.